Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rainbow Six Siege auf dem Konfi-Kanal. Boah. Die eine Tasche wolltest du aber in die Wand setzen. Ja, die erste. Ja, wir spielen Bankbereich schon im Casual. Hola. Mit dem Stand 4er-Team. Morgen. Morgen ist mir frei. Ja, morgen kommt mein Pokémon-Mod. Ferenc hat gerade schon Sonnenschein gehabt. Ich würde hier gerne noch eine haben. Ich hab keine. Yes, it's a sunny day. Gerät wurde platziert. Beschützt den Biogefahrgutbehälter um jeden. Eine Drohne war im Keller, die könnte jetzt gleich nochmal reinkommen, theoretisch. Oh, hier ist er noch unten auf. Oh Gott. Nicht cool. Ich habe das schon ganz in meiner Nähe gehört. Ist einer in den Camps? Gerade nicht. Oben ist was aufgegangen, ganz in meiner Nähe. Boah, wo lege ich mich hier am besten mal hin, ey? Ich habe keine Ahnung. Ah, ich lege mich glaube hier ins Eck. Der ist leer. Hör mal, ist es tot? Nice. Oh Gott. Sie könnten aber haben noch die von oben aufgemacht? Ich fahre mal hoch mal mit meiner Drohne. Ich habe oben Kapital, glaube ich, gehört. Also bis jetzt ist hier noch zu. Ja, einer läuft schon oben. Einer ist schon oben. Oben über uns aufs Hub, Geh raus aus dem Campsub. Kannst du mit deiner Drohne irgendwas machen, Daniel? Ja, ich beobachte die Luken, wenn sie herankommen, sage ich Bescheid. Die sind auf jeden Fall gerade in dem Aktientreppenhaus. Lief Sledge rum. Hab den Sledge. Schön. Oh, hinter uns. Ich bin raus. Ich fahr mal ein bisschen weiter vor Richtung Ding. Richtung Treppenhaus, ich guck mal. Noch keiner oben. Hier oben war jetzt gar keiner mehr an der Luke. An den Luken ist gerade keiner. Okay, die haben nur oben aufgemacht, Sledge ist der aber irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung, wo der hin ist. Hier unten, ach, das war Sledge ist tot. Ja. Hier hinten war einer. Oh, einer in der Luke hier im Raum. Mario, in der Luke. Ja. Neben mir. Da gibt es zwei Räume. Da gibt es den einen einzelnen Raum mit einer Luke und dann gibt es den Raum, wo der drin war. Ich habe den linken Raum gedacht. Den einzelnen Raum. Dann musst du rechts von mir sagen und nicht den Raum in der Luke. Es gibt nämlich zwei Räume. Oh mein Gott. Sicker Headshot. Ja, also der Blackbeard hätte den Headshot gefressen. Ja. Ich achte auf wen, wenn er runterspringt, dann Bescheid. Bei mir da, muss ich mich mal selbst loben. Flash den, wenn der runterspringt. Ja eben, das habe ich ja eigentlich auch vor. Oh, ich war, nicht ich zu war die ganze früh, Zeit dort, weil Daniel. Dann geht er nicht runter. Daniel, war die Drohne da die ganze Zeit? Ja. Oh mein Gott, ich hätte nicht sterben müssen. Ja. Er kommt rüber. Das war sehr schlecht. Ich bin wahrscheinlich geht jetzt in nicht geschockt. Wartet, dass einer noch hochkommt. Spiel das einfach safe da unten erstmal. Pass auf, Sub, guck auf die Luke rechts hinten im Raum. Daniel Flash den jetzt, wenn der runterjumpt. Nein, das war zu früh. Jetzt geht er doch nicht runter. Der soll erst, wenn er runterspringt. Das war viel zu früh. Jetzt haben wir die Dings vermasselt. Die Chance vermasselt. Ja, der läuft, glaube ich, jetzt die Treppe runter. Ist auf der Treppe. Ja, flash den, da ist der mit random. He's shocked, rush. Nochmal. He's shocked. Yeah, nice. Nice job. Thanks for the callout. Man muss kommunizieren. Klingt ein bisschen nach Holländer. Thanks for the callout. Aber er hat's gesehen eigentlich, nein. Obwohl, ne. Ist so die Herausforderung besser. I love my bug. Aber Hibana ist echt die Göttin für Drops. Für Dropper ist die göttlich. Wie Drops? Für die Dropper. Die kann Dropper mit einem einzigen Geschoss aufmachen. Das heißt, sie kann bis zu drei Dropper aufmachen. Alter, du redest über Hatches, oder? Was sind Dropper für Leute, die nicht den ganzen Tag Siege spielen? Ich glaube Luke. Luken. Ja, die Luken. Redet über Luken. Das ist ein Handman. Die Leute nennen sie Hatches. Daran, dass sie schlechter als Firma ist. Ich nenne sie Luke.
Ja, Luken Hatches oder so ist dann die englische Besetzung. Auf jeden Fall für die Luken sind die relativ gut. Ja, ändert aber nichts daran, dass sie trotzdem schlechter als Firmite ist. Und drei Luken für einen Raum, das ist sehr unrealistisch. Das einzige, wo sie mit drei Luken wirklich was erreichen kann, ist in dem Raum, den wir eben gerade hatten, auf Bank. Hm. Da gibt es drei Luken. Sie kann selbst mit einer Ladung ein Loch machen, wo du drunter durchlaufen kannst. Ja, eben. Du musst aber genau zum Boden fahren. Du musst halt scrollen, aber. Hm. Du kommst halt nur ganz langsam in den Raum. Und das ist scheiße. Ja, mit zwei geht's relativ gut. Hatten wir auch getestet, ging nicht gut. Doch, das ging. Ich hab sie jetzt genug getestet, ich hab's jetzt oft genug gespielt, um zu sagen, das geht relativ gut. Ja, dann kannst du sie spielen, aber ich spiele nicht mit Hibana und Firmite im Team. Weil ich das unnötig finde. Ja, also das heißt, wenn Daniel jetzt Hibana picken würde und ich Firmite, dann würdest du aus dem Team gehen. Nö, aber da hätte ich keinen Bock drauf, weil ich das unnötig finde. Zwei mit der gleichen Fähigkeit. Raum leer. Also sich mal, weil sie die eine der Mörderholz machen kann und der andere. Das ist nicht beide unnötig. Haben die gleiche. Doch, es ist unnötig. Punkt. Beide haben die gleiche Fähigkeit. Ist unnötig für mich. Macht keinen Sinn. Aber die eine kann ja Mörderholz machen, ja, die sind unten. Macht trotzdem keinen Sinn. Das wäre so, als wenn wir ein komplettes Team nehmen würden, das keine Türen, keine normalen Barrikaden aufmachen kann, ohne Sprengladung. Macht auch keinen Sinn. Einsatz in 5 Sekunden. Meist nehmen sogar Thatcher mit Claymore. Im Raum ist gerade nur einer gewesen. Zumal, wenn wir noch Thatcher spielen, dann haben wir drei Leute, die nur für eins da sind im Match. Und das ist, also, um Reinforcements aufzumachen. Aber viele halt sagen halt, dass Reinforcements so einen großen Impact haben, dass ja, es halt eben, genau das deswegen ist. Das ist für einige Räume wirklich eine Killer-Kombo. Finde ich nicht. Das heißt. Ich find's unnötig. Musst du ja auch nicht nehmen. Bullshit. Aber es kann Daniel gerne mit seinem anderen Team gerne spielen. Mit seinem Pro-Team. Das ist auch deine Meinung. Ranked. Ich sage nur, dass es auch helfen kann. Darum, ich hoffe. Na, ich möchte nicht auf den Counter treffen, ich laufe nicht alleine. Oh, ja, Counter hinter uns, oben ist Counter. Ich hab fast gestorben. Ich bin gerade im richtigen Moment gerannt. Und das war eine Valkyrie-Cam. Counter ist oben, jemand sollte decken. Gott sei Dank haben sie die Luke reinforced. Die Idioten. Mal kommen. Oh, da ist ein Mörderholz. Da sind viele Mörderholz. Huiuiui. Natürlich. Puls ist da. Er weiß, wo ich bin. Direkt gegenüber von mir. Soll ich jemanden supporten, Jung? Oder? Tschüss, du Hure. Ja. Mein ACOG hat kurz geflasht. Ja, das ist irgendwie ein Visual Bug, der zurzeit ein bisschen Umlauf macht. Dass das ACOG-Visier ein bisschen am Flackern ist. Das ist immer so, immer wenn sie neue Bugs fixen, das ist typisch Ubisoft, dann kommen immer 10 neue dazu ins Spiel. Gib mal nichts. Wahrscheinlich ist es schon weg. Nice. Oh nein, das zwei ist Leute. Oh. Holy shit, Reno, danke. Oh nein. Das ist im Raum. Das ist im Raum. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Gegner neutralisiert, eigener Kunde erfolgreich. Keule! Irgendwas los hier. Was richtig Schlechtes. Ich glaube. Nee, es liegt halt. Ich kann nicht sonst daran, auch Rook spielen, Sub. Mir ist es egal. Doc spielen. Was willst du lieber, Doc oder Rook? Mir ist es egal, mir geht's primär momentan darum, um die MP5. Wer das für beiden ist, ist mir egal. Also ich kann es nicht. Lass mich mal Doc als. Wohin die Doc im Raum könnte mehr helfen, wenn mehrere Leute im Raum sind. Wobei Doc und Rook zwei relativ solide Waffen haben mit P90 und MP5, das sind beides sehr, sehr gute Waffen.
Man kann mit beiden sehr gut spielen. Ah, es geht darum, wo die Fähigkeit Doc mehr Nutzen macht. So will sie nur mir helfen beim Counter. Ja. Ach komm, ich spiel gar nicht Bandit, da hätte ich Bandit genommen. Naja, das ist definitiv meine Grafikkarte. Ich würde eher sagen, es ist die Festplatte. Sonst stell halt nur, falls man die Lichteffekte und so runter so hat, kannst du mal ein bisschen mehr raus, ein bisschen mehr Frames raushauen oder so. Ich bin mir immer noch sehr sicher, dass es die Festplatte ist. Es geht nicht um Frames. Die Festplatte generiert jedes Level neu. Und wenn du immer wieder neu. Wenn es die Grafikkarte wäre, dann würde es nur einmal lange laden. Und dann hast du ja oft, auch bei Bernie ist es ja manchmal so, der lädt einmal sehr lange und dann lädt er nur noch 10 Sekunden oder so. Bei Bernie ist es wohl die Grafikkarte, aber bei dir ist es die Festplatte. Bin ich mir sehr sicher. Weil der jede Runde neu generieren, der muss ja jede Runde komplett neu laden. Bei dir. Okay. Check ich mal. Muss vielleicht mal deine Festplatte mal defragmentieren oder so. Kobalt zieht den Part in die Länge. Ist das das? Ja. Gute Frage. Alles geplant. La 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 la. So, erreicht neue Sphären hier. Wenn ihr den Thron abbekommt, musst du die Krone weitergeben für langsamsten PC. Holy moly. Und wie war euer Tag so? Bis jetzt ganz gut. Oh, es geht weiter. Oh, es geht weiter. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Pinguin. Egal, was du gemacht hast, guck mal, mach es nochmal. Was? Warten. Ja, nee, aber wo wir gestartet haben, hat Kuba sich wieder entmutet. Also irgendwas haben wir gerade getan und wir haben gestartet. Ich hab mich aber nur entmutet. Mute dich mal. Hier die komplette linke Flanke komplett abmuten, bitte. Das ist schon. Die Reinforcements da, die 4? Ja. Barrikade in Position! Einer braucht noch Rüstung. Wahrscheinlich der Rektor. Wenn keiner von uns was sagt. Da kriegt die Barrett nein. Tür gesichert! Na, aber weiß ja nie. Vielleicht hat's auch noch vergessen. Deswegen lieber mal Sicherheitshalber. Ja, ich hab's. Ja, aber deswegen. Ja, aber deswegen hab ich jetzt Sicherheitshalber mal erinnert. Die sind Kanal gespawnt. Daniel, was ich sagen wollte, ist, wenn niemand antwortet. Ja, ich verstehe deinen Punkt, dass wenn keiner antwortet, dann wahrscheinlich alle eine haben, ja. Ein Rebel sich gerade zu den Fenster bei uns hoch. Blackbeard 100%. Garagencam ist down. Oh, Garagencam ist down, ist nicht gut. Schießen bei dir irgendwo, Körper. Aber die können sie auch von außen kaputt geschossen haben, ne? Die ja, einer ist am Fenster. Capitao ist am Fenster. Den könntest du vielleicht seitlich holen. Ja, ich geh mal Lobby. Wenn da keiner reinkommt. Hat sich da jetzt in der Nähe von der Cam hat sich auch jetzt einer gegrabbelt. Ja, genau. Du hast jetzt ist die Cam Lobby kaputt. Der geht Cam runter. Lobby ist kaputt? Ja. Dann geh ich nicht Lobby. Dann kannst du die mal für mich spotten, Daniel. Ja, aber ich. Macht Sinn. Hat sie absolut Sinn. Da ist ja einer drin und schießt mich ganze Zeit an. What the fuck? Was? Daniel, an welchem Fenster hängt der oben dran? Welches Fenster? Das zweite von der Türe. Ich weiß nicht. Lol. Also, wenn du von der Haupteingang guckst. Ich seh das. Oh, es hat was erwischt. Da von außen. Ash ist außen am Fenster. Schön. Sehr schön. At the window, Jäger. Behind you. Wo ist der Rest? Weiß ich nicht so genau. Yes. Einer, glaube ich, am Fenster. Einer am Fenster.
Fahr mit deiner Drohne im Raum, wenn du. Ach, da oben, einer ist hinterm Raum, da oben an dem Terrasseneingang. Einer kommt Aktientreppe, also Oberlichttreppe. Ja, da ist der oben in den Eingang reingekommen. Ja, er ist drin, Firmite ist es. Der hat den Rücken zu dir gedreht. Slow. Ich schau mal tot. Der letzte ist am Fenster, Jungs. Draußen? Ja, bei Jäger. Also vor Jägers Fenster. Und der geht jetzt, der hat jetzt das Fenster bei der Aktientreppe geöffnet. Ja. Fenster bei der Aktientreppe? Moment. Ja, krieg. Oh. Ich sag dir, wenn er reinkommt. Nein, da oben schnell. Wie viel die Schuchtel aushält. Mega low, Blackbeard. Ja, du hast ihn in die Beine erwischt, deswegen hat er viel ausgehalten. Barrikade bereit! Ihr habt die Treppe im Blick. Er könnte sich da jetzt an der Ober, an dem Fenster da vom Dach runter rappeln. Ich glaube nicht, dass er sich... Ja, er kommt an, der gleichen großen Tür, wo, wo Firmheit herkam. Die große Tür im ersten Der guckt aber die Treppe runter. Vorsicht. Ja, dann gehe ich hier oben hin. Ah, guckt jetzt wieder in die andere Richtung. Er schaut den Gang durch. Kriegen wir. Guckt den Gang entlang. Er ist ja schon. Wenn du in der Nähe bist, kann Dani ihn schocken. Wo genau ist er jetzt? Jetzt ist er im Gang. In dem kleinen. Oder an dem kleinen. Er ist in dem kleinen Raum. Er schaut zu dir, er wurde geschockt. Ich hab ihn geschockt, er ist im kleinen Raum. Schön. Sehr schön. Makelloser Sieg. Schöne Runde. Yes, sir. Das ist echt hart. Ich hab ja gar nichts mehr gesehen. Selbst also, Blackbeard ist da komplett. Auch wenn es uns hilft, aber Echo muss noch einen Nerf bekommen. Der muss irgendwie maximal 3 Schuss pro Runde oder keine Ahnung. Der kann ja unendlich schießen, theoretisch. Mm. Ich finde das immer noch ein bisschen zu stark. Ja. Ja, kann man mal machen, ne? Ich würde sagen, wir sehen uns einfach mal beim nächsten Mal wieder. 3-0 Sieg, flawless. Endlich habe ich es nicht versaut, aber wir haben auch nicht geil gespielt. Von daher bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao.